Wo sind wir denn gerade? Genau im Zentrum des nördlichen Bereichs. Wir wollen jetzt nach Osten. Also da lang. Gucken, ob wir hier lang kommen. Ah, jetzt bin ich hier. Hier wollte ich nicht rauskommen. Es geht zwar Richtung Osten, aber. Ja, genau hier. Da sind wir schon wieder hier auf dieser Brücke. Und dann gehen wir jetzt mal in Richtung Planungsbüro. Denn dort erfahren wir, wie wir Karas überhaupt stürzen können. Denn bisher haben wir ja keine Ahnung, wie wir das mit dem Sender machen und wie wir die Diener hierher holen. Oh, ein netter Efeu-Pfeil. Dankeschön. Freue ich mich darüber. Dieses Robotergewäsch immer. Naja, immer schön den großen Robotern aus dem Weg gehen. Es gibt meist alternative Wege. Ich habe so viele Dinge erschaffen. Ich formte Diener aus Abschaum. Ich baute riesige Bögen aus bloßem Eisen. Alles zu seinem Ruhm, dem Ruhm des Erbauers, unseres Lehrers. Alles, was ich jemals tat, ich tat es für ihn. Er weiß das, denn er weiß alles. Also, dass Karas ein bisschen geisteskrank ist, wissen wir ja, ne? Aber man merkt mittlerweile, wie er so langsam anfängt, wirklich durchzudrehen. Aber bei dem, was er vorhat, die ganze Welt um sich herum auslöschen, alles organische Leben töten, bis auf ihn selber, da muss man schon ein bisschen geisteskrank für sein. Okay, weiter zurück. Gehst mal schön weiter. Wir müssen aufpassen, hier patrouillieren auch teilweise Mechanisten. Hier gibt es aber noch dunkle Verstecke, in denen man sich zurückziehen kann. Just in case. Und wir gehen jetzt mal zur anderen Seite in Richtung Planungsbüro. Nutzen jede dunkle Ecke aus, denn man weiß nie, was einem hier entgegenkommt. Diese Mission, wo ich das erste Mal gespielt habe, die kam mir so riesig und unglaublich schwer vor, was sie auch ist. Aber jetzt, wo ich sie nochmal gespielt habe, muss ich sagen, es geht eigentlich. Das Ding ist einfach nur, dass man am Anfang keine Ahnung hat. Keine Ahnung, was man eigentlich tun soll. Und das einmal rausfinden, ist gar nicht so einfach. Und wenn man es jetzt gleich rausfindet, muss man immer noch das kleine Rätsel lösen und sich einen Plan machen, wo gehe ich jetzt lang. Oh oh. Kommt ein Sägeblätter werfendes Etwas. Und jetzt auch noch ein Roboter? Ein großer? Was macht der denn hier? Naja, mal gucken, wo er lang geht, ne? Ach doch, der da hinten lang geht. Ja, ich erinnere mich. Da hinten ist es nämlich ziemlich hell und es gibt kaum Möglichkeit, sich zu verstecken. Aber es gibt mal wieder eine Alternative, die hoffentlich diesmal gleich klappt. Ja, bitte, das doch mal eine Liane zum Festhalten. Ah ja, mach mal, Junge. Ich habe gefunden, keine Gefahr. Da unten ist Licht, da unten ist Metallboden, da unten ist alles, was tödlich ist. Und wir wollen ja eh hier rein. Ne? Und hier sind auch Lagerräume, sehr wichtige Räume. Aber erstmal geht's weiter.
Genau hier wollen wir rein, denn hier ist das Planungsbüro. Knack, knack. Knackeli, knack. Was habe ich getan, dass die Götter mich so hassen? Nun bleibt nur noch der Tod. Warum tut ihr das? Ja. Das, was vorhin in der Notiz angedeutet wurde, und ich weiß, bin mir nicht sicher, ob es nochmal eine andere dazu gibt, was Karras jetzt getan hat. Er hat seine eigenen Mechanisten, seine eigenen Gefolgsleute zu diesen willenlosen Dienern gemacht. Und man sieht das hier nicht so gut wie später bei einem anderen, wo ich euch das noch zeigen wollte. Ihr seht das Blut, was da an der Seite hängt. Er hat ihnen diese Kontrollmaske mit Gewalt aufgezwängt und sie quasi misshandelt und zu willenlosen Geschöpfen gemacht. Und man sieht richtig, ich werde euch nachher einen von vorne zeigen, wenn der K.O. auf der Erde liegt, wie das Blut im Gesicht runterläuft und auf der Brust. Also dass sie quasi in diese Kontrollrüstung, Maske, whatever, reingezwungen wurden und reingepresst wurden und dabei so leicht zerquetscht wurden. Das ist richtig creepy, finde ich. Und das gibt diesem Charakter von Karras auch die letzte Note Wahnsinn, die er braucht. Und das finde ich so richtig, richtig schön creepy, richtig cool. Das passt so richtig schön hier rein. Diesen Wahnsinn, den dieser Typ verfolgt. Und hier ist das wichtige Zeug. Werter Bruder Kelsus, Betreff, richtiger Einsatz des Leitsenders. Wie ihr wisst, werden die Diener mit Hilfe der 8 Signaltürme auf dem Dach der Kathedrale gesteuert. Normalerweise senden diese Signaltürme Befehle, die ich zu den Dienern aus meiner Schutzkammer heraus erteile. Wenn es an der Zeit ist, die Diener zu bearbeiten, werden wir diese Signaltürme zur Übertragung des Leitsignals einsetzen. In meiner unendlichen Weisheit habe ich hierfür eine einfache Möglichkeit erdacht, die keine komplizierten Manipulationen an den Signaltürmen erfordert. Zunächst benötigt ihr den Leitsender. Es wurde nur ein einziger Sender gefertigt. Diesen bewahre ich stets in meiner Schutzkammer auf. Da ihr ein loyaler und fleißiger Gefolgsmann seid, gebe ich euch die Erlaubnis, bei meiner Abwesenheit einen neuen herzustellen. Die Blaupausen dazu befinden sich im Planungsraum. Bringet dann den Leitsender zum Signalraum, welcher sich im dritten Stock der nördlichen Apsis befindet. Dort werdet ihr die Maschine finden, welche das Signal für die Signaltürme produziert. Diese Maschine hat zwei Steckplätze, Signalsteckplatz A und Signalsteckplatz B. Das Gerät, das meine Anweisungen überträgt, muss immer mit Signalsteckplatz A verbunden bleiben. Ihr könnt jedoch den Leitsender mit Signalsteckplatz B verbinden. Tut das, wie es euch beliebt, denn es wird meine Kontrolle über die Diener nicht stören. Noch eine weitere Maßnahme wird benötigt, um den Leitsender, den ihr vorbereitet habt, zu aktivieren. Nur wenn ihr sicher seid, meine Zustimmung zu besitzen, solltet ihr diesen letzten Schritt gehen. Begebt euch zu den Signaltürmen. Am Fuße jedes solltet ihr einen Hebel vorfinden. Bewegt den Hebel von A nach B. Das bewirkt, dass der Signalturm das Signal von Steckplatz B anstatt von Steckplatz A überträgt. Die Diener werden den Leitsender hören und werden ihre Reise zurück zu mir, zur Soulforge-Kathedrale beginnen. Wenn sie angekommen sind, müsst ihr den Hebel sofort wieder auf A zurückstellen, damit ich den Dienern neue Anweisungen geben kann. Denn die Diener können meine Anweisungen nicht hören, wenn die Signaltürme auf B gesetzt sind. Bemerket, es ist möglich, den Prozess zu forcieren, wie ihr euch vielleicht an unsere Diskussion über die Prinzipien der überladenen Signalwirkungsstärke erinnert. Meine Berechnungen ergeben, dass ihr nur 7 von 8 Signaltürmen auf B stellen müsstet, damit dieses Signal ab sofort das Dominante ist. Ihr verehrter Führer, Karras. Danach habe ich gesucht. Jetzt zu meinem Plan. Ja, jetzt wissen wir, wie wir Karras aufhalten können. Wir müssen einen neuen Leitsender bauen. Den mit dem Signalanschluss B koppeln und dann 7 der 8 Signaltürme von A auf B umstellen, damit das Signal
von uns dominiert und die Diener zurück zur Kathedrale zurückkehren. Dann wird Karas, solange er nichts davon mitbekommt, das Gas freisetzen und sich damit selbst töten. Und dadurch, dass die Kathedrale luftdicht ist, gelangt nichts nach außen und die Stadt und die Menschen und alles drumherum bleibt unverschont. Ein wichtiger Schlüssel. Und hier die Pläne, um den Leitsender zu bauen. Und das ist jetzt das große Rätsel. Man weiß jetzt, was man zu tun hat. Ja, aber das ist nicht so einfach. Denn ihr erinnert euch ja an die tausenden Maschinen, die hier rumstehen. Ja, jetzt muss man die richtigen Materialien in die richtigen Maschinen hauen und dieses Ding herstellen, was echt kompliziert ist. Leitsender, holen Sie einen Signalbolzen und eine Stahlplatte aus Lagerraum 2. Legen Sie den Signalbolzen in den Gebläseapparat im Fertigungsbereich C ein, um das Bauteil 1 zu fertigen. Bearbeiten Sie das Bauteil 1 in der Walzmaschine im Fertigungsbereich A, um daraus das Bauteil 2 herzustellen. Stellen Sie einen Regulierungszylinder her, siehe den entsprechenden Bauplan. Verbinden Sie Bauteil 2 mit Hilfe der Siegelmaschine im Fertigungsbereich D mit dem Regulierungszylinder. Auf diese Weise halten Sie das Bauteil 3. Führen Sie dieses in den Zündapparat im Fertigungsbereich E ein. Na, schon verwirrt? Ja, ne? Gar nicht so einfach. Und das ist ja nicht mal alles, denn da stand jetzt nicht mal alles drauf, was wir brauchen. Da stand ja noch was von einem Regulierungszylinder und für den gibt es auch nochmal einen Bauplan, die wir unter anderem hier in diesen Schränken finden. Pläne für einen Leuchtstab. Ja, und wir können unter anderem auch Items für unser Inventar herstellen, die wir in der Mission benutzen. Zum Beispiel einen Leuchtstab mit einer Metallplatte, einem Kanister Sekundenkleber und einer Kanister Säurelösung. Und so weiter und so fort. Also man kann sich hier Items herstellen, die die Mission vereinfachen. Dazu gehören Leuchtstäbe. Dazu gehören Minen. Und Kameraaugen. Ist ganz witzig, braucht man aber eigentlich nicht unbedingt. Hier ist der Regulierungszylinder, der ist wichtig, den brauchen wir für unseren Leitsender. Holen Sie ein Messgerät und einen Bantamknoten aus Lagerraum 3. Verbinden Sie beides mit dem Schmelzapparat im Fertigungsbereich D. Und ich ärgere mich gerade, denn wir waren schon im Fertigungsbereich D. Und da habe ich noch eine Lagertür nicht geöffnet. Habe ich vergessen. Verdammte Scheiße. Aber wir müssen da wahrscheinlich eh noch hin und vielleicht schaffen wir das auch schon. Aber so. Was sage ich, Garrett? Ihr seid ja leider kein Verbündeter. Ihr seid weder für eure Ausdauer noch für eure Loyalität bekannt. Das hat mich der gute alte Konstantin gelehrt. Ja, ich weiß alles über euch. Warum sollte ich mich sonst mit euresgleichen beschäftigen? Ich wollte euch kontrollieren oder töten. Tja, und am liebsten wäre mir beides gewesen. Ja, vielleicht schaffen wir es ja auch so noch. Und ich finde diese Nachrichten, die ein Karas hier über die Zeit immer aus den Lautsprechern raushaut, sehr, sehr cool. Man hat immer so das Gefühl, beobachtet zu werden, das ist ziemlich cool. Auch wenn er nicht genau weiß, wo wir sind gerade. Hier ist der Plan, wie man noch Minen herstellen könnte. Werden wir aber nicht tun, daher lasse ich das mal liegen. Und hier ist noch eine Büschleine. Vergleich der Leistungsaufnahme stationärer Sicherheitseinheiten. Eine Studie über die mechanischen Augen und Wachen von Bruder Gorik. Ausgangssituation. Das Fokussieren auf ein feindliches Subjekt bzw. der Abschluss kleiner oder großer Projektile führt bei den mechanischen Wächtern zum raschen Verbrauch der Energiereserven. Aus diesem Grund werden neben den Wachen in der Regel gleichzeitig mechanische Augen eingesetzt, da deren Energieverbrauch im direkten Vergleich außerordentlich gering ist. Ferner verfügen die mechanischen Augen über deutlich bessere Messwerte bei der Ortung nicht autorisierter Personen. Obwohl diese Kombination eine lückenlose Sicherheitskette sicherzustellen scheint und das bei einem ausgewogenen Energieverbrauch, führt die minimale Verzögerung der mechanischen Augen bei der Ortung einer Person zu einem erheblichen Sicherheitsrisiko. Wir haben im Rahmen dieser Studie daher versucht, die Vorteile der mechanischen Augen und Wachen zu kombinieren und auf diese Weise einen neuartigen Wächter mit den Ortungsmöglichkeiten und dem geringen Energieverbrauch eines mechanischen Auges zu fertigen. Zusammenfassung der Ergebnisse. Bisher konzentrieren wir uns auf die Optimierung des Energiehaushalts der Wächter. Uns ist der Bau von Einheiten gelungen, die nicht aufgetankt werden müssen. Leider ist bei diesen Wächtern ein permanenter Energieverbrauch erforderlich. Soulforge ist ein ideales Forschungszentrum, da uns hier ausreichend Energiequellen zur Verfügung stehen. Unglücklicherweise gibt es hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten der Wächter ohne gute Standortbedingungen noch keine nennenswerten Fortschritte. Mechanistengewäsch. Und hier noch ein Plan, um ein Kameraauge herzustellen.
Wer es lesen will, kann er stoppen, ne? War hier noch was Wichtiges? Nur wir sollten jetzt alles haben, was wir brauchen, nämlich die Anleitung für den Leitsender und die Anleitung für den Regulierungszylinder, den wir dabei brauchen. So. Und ihr habt jetzt theoretisch alles gesehen, ne? Den Leitsender und der Regulierungszylinder, der da mit drin steckt. So, wer jetzt richtig voll geil drauf ist von euch, der kann ja mal das Video anhalten an den jeweiligen Stellen und mal versuchen, das Rätsel selber zu lösen. Wann zu welcher Maschine muss, wann ich welches Material mit welchem kombinieren muss. Oder ihr guckt einfach zu jetzt und seht die Lösung, die ich mir notiert habe. Denn wenn man das blind macht, man sitzt da eine halbe Stunde dran, um das rauszufummeln, wo man hin muss, was man wo kombinieren muss, was in welche Maschine rein muss. Und daher ist allein das schon ein guter Grund, vorher mal in die Mission reinzusehen, bevor man die Let's Playt. Und hier sind auch schon zwei der drei Lagerräume. Oh oh. Ach, hier ne Garrett. Da sitzt uns ein Sack im Nacken. So, mal gucken, ob diese beiden Lagerräume vielleicht schon ausreichen. Ist es nicht so schlimm, dass ich nicht im dritten drin war? Signalbolzen, Fackeln. Messgeräte. Ne, da war nichts weiter. Bantamknoten. Säurelösung. Also manche Sachen davon braucht man wirklich nur, wenn man sie seine optionalen Inventargegenstände wie Minen oder Fackeln herstellen möchte. Das ist wichtig hier, die Stahlplatten. Und auch die Sprungfeder. Signalbolzen haben wir schon einen. Und da lag noch eine Blitzmine. Warum nicht? Nehmen wir mit, ne? So, ich schau mal, was wir brauchen. Wir brauchen eine Stahlplatte und einen Signalbolzen für den ersten Schritt. Signalbolzen, Stahlplatte haben wir. Dann brauchen wir gar nichts weiter. Dann müssen wir zu der Maschine gehen. Messgerät haben wir, Bantamknoten haben wir auch einen, sehr gut. Und ich glaube, wir haben echt schon alles, was wir brauchen. Weil ansonsten nimmt man hauptsächlich die Teile, die aus den Maschinen rauskommen und schmeißt sie wieder in eine andere Maschine rein. Dann ist es nicht so schlimm, dass ich den dritten Lagerraum noch nicht ausgeräumt habe. Wir gehen ja da trotzdem nochmal rein, ich zeige euch den nochmal. Ansonsten, ja, hauen wir rein. Und gleich wird es lustig, wenn ich die Sachen bastle in den Maschinen. Also es ist eine interessante Sache, die sie sich hier ausgedacht haben. Für die letzte Mission und für diese thematische Verbindung zu den Mechanisten, die ja von ihren Maschinen so besessen sind. Und hier haben wir noch mehr Eisenrahmen. Ich glaube, den brauche ich noch irgendwo, oder? Na, ich werde es ja merken. Ich habe mir ja hier Notizen gemacht. Mit den Eisenrahmen stellt man sich übrigens auch die Minen her, wenn man da noch mehr herstellen will. Und eine Mine bedeutet ein toter Roboter, wenn einer drauf tritt. Hier ist zum Beispiel eine. Da kann man die großen Roboter gut mit ausschalten, als Alternative zu der Wasserfalltechnik, wo man zwei Stück von braucht. Wir nehmen einfach jeden Scheiß mit, der hier rumsteht. Und hier irgendwo ist eine Kamera, die ist glaube ich um die Ecke. Und ja, dann fangen wir mal an herzustellen. Zuerst müssen wir einen Gebläseapparat herstellen. Den stellen wir her, indem wir einen Signalbolzen und eine Stahlplatte. Ach Quatsch, was erzähle ich? Wir brauchen Bauteil 1 und das stellen wir her, indem wir einen Signalbolzen und eine Stahlplatte in den Gebläseapparat schmeißen. Und dieser Apparat befindet sich in Bereich C, das ist am Anfang. Da müssen wir jetzt mal kurz zurückgehen. Sein Wort ist die Wahrheit. Seine Stimme sei gepriesen. Ich bin dankbar, dass Karas ausgewählt wurde, die Erde für ihn zu reinigen. Herr Bauer, leite mich auch in dieser letzten Schlucht. Seid gewarnt, eindringe mich dieser Zwischenfall. Ja, für die stümperhafte Ausführung des Wegrenns gerade habe ich meine Quittung bekommen.
Das habe ich verdient gehabt. Fand ich auch gut. Ich habe überlegt, findet er mich jetzt noch? Ich bin ja quasi um ihn rumgepoltert. So, wir sind aber gleich in der Nähe, das ist nicht weit weg hier. Und die haben das auch gut gelöst. Wir rennen jetzt nicht zwischen den Maschinen kreuz und quer. Wir rennen wirklich von der einen, dann zu der anderen, dann zu der anderen und zu der anderen. Wir müssen nicht nochmal hin und zurück rennen. Wer hat Truart diesen Narren getötet? Wart ihr es? Oder war es eure Freundin aus den Wäldern? Truart. Ich musste schmunzeln, als ich von seinem Tod erfuhr. Er war nichts weiter als eine Marionette, die sich für einen König hielt. Immerhin hat er mich mit Material für meine Diener versorgt, aber um die Heiden oder euch aufzuhalten, war er zu schwach. Karas, ey, dreh mal ein bisschen die Lautstärke runter. Das Mikro von dir übersteuert. Ach ja, hier gibt's noch ein kleines Geheimnis, leider kein richtiges. Nämlich liegt hier noch ein mechanisches Auge. Ich meine, braucht eigentlich keine Sau, ne? Ein Kameraauge. Ich denke mal, das sind auch die, die man sich herstellt, auch wenn es mechanisches Auge genannt wurde. Gut, dass ich das Ding rausgezogen habe.